Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben. Herzlich willkommen bei unseren Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben mit interessanten, spannenden, hörenswerten Persönlichkeiten im ganz persönlichen Gespräch. Ohne Stress und ohne Hektik. Wir nehmen uns wirklich Zeit und hören genau zu. Mein Name ist Carola Gausterer und wir freuen uns sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser heutiger Gast ist ein begnadeter Violinist, leidenschaftlicher Musiker, beherzter Organisator und kreativer Networker. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen. Juri Jrevic, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Strastwitze sollte ich eigentlich an dieser Stelle sagen, oder? Kaxila. Und wow, okay, das ist schon besser als mein Deutsch. Ein bisschen ist was hängen geblieben vom Russischunterricht in der Schule. Leider nicht so viel. Sie haben in sehr großen Häusern dieser Welt schon gespielt, unter anderem in der Carnegie Hall, in der Mailänder Scala, in Wien natürlich auch in allen großen Musikhäusern. Keine Bühne, kein Publikum, kein Applaus, kein Geld, ein ganzes Jahr lang. Wie geht's Ihnen damit? Natürlich sehr schwer und wir alle wissen, dass im Bereich Kultur, Reisen und Konzerte ist natürlich ganz schwer und bei mir das war auch nichts anderes. Aber ich muss schon sagen, dass ich hatte endlich Zeit zu komponieren, Musik zu komponieren und ich habe viele neue Songs komponiert, viele neue Musikstücke und das eigentlich hat mir ganz gut geholfen, durch diese Pandemie zu überleben, auch mental. Das war natürlich eine große Unterstützung für mich, persönlich neue Musik zu komponieren. Bei verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, das war schon sehr schwer. Weil wenn sie nicht komponieren, sie können zu Hause nur üben, aber üben für was genau? Ich meine, es gibt kein, wie Sie gesagt haben, keine Konzerte, keine Auftritte. Aber bei mir, das war okay, mehr oder weniger gut. Es fehlt ja auch der Applaus, oder? Dieses Direkte mit dem Publikum, dass jemand zuhört, dass jemand applaudiert, das honoriert, was man jahrzehntelang übt und macht und tut. Auf jeden Fall, ja, das fällt sehr und besonders, ich bin ganz, ganz offener Mensch und ich mag mit Leuten zu arbeiten und dieses Feedback zu bekommen, nach dem Konzert mit Leuten zu reden, Backstage einzuladen und das fällt, aber wie gesagt, ich hoffe, dass es wird besser und und vielleicht dann bin ich jetzt mehr auch sogar Komponist als nur Geiger und das, also ich versuche immer etwas Positives zu sehen. Das ist wichtig, ja. Sie haben immer schon komponiert oder ist das in Pandemie ja ausgebrochen? Eigentlich in der Pandemie ausgebrochen, ja, weil ich habe immer Musik in meinem Kopf. Also ich höre immer etwas in meinem Kopf, irgendwelche Töne, Frequenzen, Musik, Melodien, Harmonien. Aber ich hatte nie Zeit wegen meinem Konzert-Schedule es zu machen, weil Komponieren braucht Konzentration, es braucht Zeit. Man kann nicht jetzt einfach, okay, jetzt habe ich 10 Minuten, komponiere etwas und das geht nicht. Ja, genau, das geht nicht. Ja. Und ich hatte endlich Zeit dafür, einfach zu Hause zu sitzen, zu verstehen, welche diese ganze Geräusche, diese Klänge in meinem Kopf, wie kann ich das jetzt in meinem Software oder auf dem Papier zu expressieren. Ja. Und das war sehr spannend. Ist noch immer, ja. Das muss sehr spannend zugehen da drinnen in dem Kopf. Ja, ja. Also, Juri Jrevic, da sind ganz viele Geräusche und Melodien drinnen. Ja, auf jeden Fall, das war mehrmals bei mir, dass in der Nacht, ich war wach, ich habe etwas gehört in meinem Traum, dann musste ich das aufschreiben. Leider 90%, das war am nächsten Tag nicht so, also wenn ich das mit einem frischen Kopf sehe, ich sehe, dass die Melodien sind eigentlich nichts besonders gut, aber trotzdem vielleicht 10% davon habe ich jetzt in meine Musik genutzt. Aber wie stelle ich mir das vor? Um 2 Uhr wacht man auf, hat irgendeine Melodie im Kopf, steht auf, geht irgendwo hin und schreibt sich das auf? Oder einfach in Handy als eine Note-Memo. Quasi, ja. Ah, okay. Genau. Und am nächsten Tag kontrolliert man oder macht weiter? Genau, und wie gesagt, dann am nächsten Tag normalerweise sieht man, dass das nichts besonders gut ist. Aber man weiß nicht, vielleicht kommt was, vielleicht kommt ein geniales Stück raus. Oder nicht, ja. Das heißt, in der Pandemie viel sich hingesetzt, sich Zeit genommen, Musik geschrieben. Gibt es noch irgendwelche Hobbys, die plötzlich zutage gekommen sind? Ist irgendwas noch? Hobbys? Nein, für Hobby hatte ich immer Zeit ein bisschen und ich mag malen und ich mag schreiben. Und das habe ich auch jetzt in der Pandemie ein bisschen mehr gemalt, ja, vielleicht. Ja. Sieht man die Bilder auch irgendwo mal?
Vielleicht, aber sie sind, wie gesagt, nicht besonders gut. Ja. Für mich selbst einfach. Welche Stilrichtung ist das? Wie malt Juri Grewitsch? Wie muss man sich das vorstellen? Schon eigentlich sehr also modern. Ja. Ich mag Farben und auf jeden Fall also so Shapes und Farben. Und hängt das auch zu Hause an den Wänden? Nein, nicht wirklich. Von mir nichts eigentlich. Vielleicht nur zwei Bilder, die ich als ganz kleines Kind gemalt habe. Aber sonst, ich mag, wenn ich Möglichkeit habe, finanzielle Möglichkeit, das kaufe ich einfach ein Bild von jungen Künstlerinnen und Künstlern. Und dann, das habe ich auf meinen Wänden. Ja. Mhm. Sehr viel auf Instagram. Ich glaube, was waren das? 28.000 Follower derzeit? Ja, ungefähr, ja. Pflegen Sie das auch? Ich finde eigentlich soziale Netzwerke wichtig. Also viele Leute sagen natürlich, es ist full of trash und, aber ich habe jetzt einen Kontakt mit meinen Fans, mit meinen Friends, mit meinen Followers und ich finde das einfach toll, dass ich gleich ein direktes Feedback bekomme, wenn ich etwas poste. Ich antworte, ich versuche auch vielen Leuten zu antworten, sie mir schreiben oder einen Rat fragen für ein Musikstück zum Beispiel oder was auch immer. Ich finde das ganz, ganz nett eigentlich, diese Kommunikation. Mhm. Fragt man da auch, wie wird euch dieses Musikstück gefallen oder so? Oder das Bild? Oder was für Fragen Feedback, sind das? Viele Feedbacks, ja, natürlich. Ja? Und manchmal kommen viele von Leuten, die Amateur sind. Mhm. Und das finde ich aber besonders schön, weil genau Amateuren sind, die Musik wirklich lieben. Und sie machen das nicht nur, weil das Beruf ist, aber weil sie es wirklich vom Herzen lieben. Und da natürlich technisch kann ich viel sagen, man muss viel, viel verbessern. Aber normalerweise sage ich, Hauptsache mit Seele spielen oder singen und dann ist alles gut. Ist das wichtig, mit Seele spielen? Spürt das jemand, dass man nicht überzeugend genug ist, wenn man nicht mit der Seele, mit dem Herz dabei ist? Ich glaube, man spürt nicht, wenn das ohne Seele gespielt ist, aber man spürt, wenn das mit Seele, also man, im Vergleich spürt man das schon. Also im Konzert, wenn man sitzt und langweilig sich nach halber Stunde will man schlafen oder denkt, was mache ich morgen, kommt jetzt Installateur oder was auch immer. Und dann, das bedeutet dann, die Musikerin oder Musiker auf der Bühne, sie transponieren nicht diese Gefühle, diese Inspiration zum Publikum. Ja, gibt es keinen Kontakt. Und wenn man fühlt, dass, oh, ja, ich bin jetzt auf dem auf the edge of the chair, ja, und zwei Stunden war wie fünf Minuten, das bedeutet, das war wirklich jetzt eine Synergie mit Künstlern. Manche nennen sie auch den russischen Paganini. 29 Jahre jung, in Moskau geboren und mit wie vielen Jahren Geige spielen begonnen? Fünf. Mit fünf Jahren. Ist das ein gutes Einstiegsalter? Ja, in Asien auf jeden Fall. Sie beginnen jetzt mit zwei, mit drei, mit eins. Es ist, aber sie sind ganz, also in Asien, vor allem in Südkorea, Japan und China, die Kinder sind wahnsinnig talentiert und irgendwie physisch auch, sie mit fünf, sie spielen schon die Stücke, die bei uns erst mit 10 oder 11 spielt. Wow. Und also für mich 5 war früh genug, glaube ich. Ja. Ist früh genug? Ich hatte dann Kinderheim bis 5 Jahre alt. Ihr Großvater, Ihr Urgroßvater, Großvater und der Vater und auch die Schwester, alle spielen Violine. Genau, ja. Wow. Ist ein Curse vielleicht? Eine Geigendynastie. Genau, eine Geigendynastie. Geigendynastie. Schon, ja. Das war einfach selbstverständlich oder hat man wirklich selber auch Interesse? Oder heißt es da, Juri, jetzt bist du 5, los geht's? Es ist eine gute Frage, und weil natürlich mit 5 man weiß, was man mag oder nicht, aber es gibt keine Garantie, dass in 10 Jahren du das weitermachen willst. Mhm. Ja? Und auch es gibt keine Garantie, ob du wirklich ein Talent dafür hast. Und deswegen, es gibt viele Fälle, dass die Kinder sind sehr gepresst und gepusht. Mhm. Mit 5 oder mit 4 üben, 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 ganz Teenagers üben, üben, aber dann kommt nichts raus. Und das ist natürlich immer ein Problem, aber man kann auch, man darf nicht warten bis 15 Jahre alt, dann Musikinstrument beginnen zu spielen, weil das ist schon zu spät für viele technische Sachen. Und für mich, das war ein Glück, dass ich das wirklich mag, und also noch immer, und ich habe ein bisschen Talent dafür auch, und ja, es ging ganz gut. Ja. Wird wohl ein bisschen viel Talent sein. Also. ich weiß nicht, aber irgendwie hat es schon funktioniert. Irgendwie, ja. Also war wenig Druck von der Familie? Ein bisschen, aber nicht viel, aber es soll sein, weil sonst als Kind, kleines Kind, du willst nicht üben. Und man muss schon Disziplin haben. Ich hatte viel weniger Druck als viele meiner Schulkolleginnen und Kollegen, aber ich hatte schon ein bisschen, natürlich. Ja, natürlich ist es anders, wenn man jetzt sagt, Kinder in Russland, die werden da mehr gedrillt. China ist wahrscheinlich noch schlimmer. Österreich ist das mehr so... Relaxed, ja. Ja. Ich finde, irgendwie ein Balance zwischen beiden wäre perfekt. Ja. Ja.
Seit fünften Lebensjahr, wie war die Umstellung von Russland nach Österreich kommend? Mit wie vielen Jahren war das? 18. Mit 18? Ja, glaube ich. Auf eigenem Wunsch? Ja, also... Wieso gerade Wien? Ja, Wien. Erstens Lehre, ein toller Lehrer, der hier unterrichtet. Und auch irgendwie Wien, die Stadt der Musik. Ich meine, das ist sehr klischee, aber es stimmt auch. Und ja, irgendwie das war ganz einfach. Das war eigentlich Wien oder New York für mich. Zwei Möglichkeiten und ich habe mich für Wien entschieden. Wegen der Kunst und Musik und Kunst Privatuniversität. Genau, ja. Ganz tolle Universität. Ja. Auch abgeschlossen? Ja, fast. Fast? Was fehlt denn noch? Masterarbeit zu schreiben, schon drei Jahre, extra Semester und hatte keine Zeit. Ja. Aber die steht schon noch auf der To-Do-Liste, oder? Nein, schon, jetzt fertig endlich eigentlich. Sie ist fertig? Ich habe jetzt fertig geschrieben, habe auch das kontrolliert, dass die Sprache alles gut mit, ohne Fehler. Aber ja, ich muss jetzt das Welches bringen. Thema? Das ist ein ganz langweiliges. Ein langweiliges Thema. Ich möchte hören, was ist das Thema von Jürgen? Französische Geigenschule 19. Jahrhundert. Also das ist ganz was Spezifisches. Wie kommt man denn auf so ein Thema für die Masterarbeit? Ja, irgendwie interessant. Für mich ist es einfach irgendwie war interessant. An dem Punkt vor drei Jahren, als ich das begonnen habe. Jetzt wäre es nicht mehr so? Jetzt nicht mehr so, ja. Ja, man verändert sich ja auch genau, mit den Fall, Jahren. Gell? Eine Stradivari ist so der Inbegriff. Ja, da hat man es geschafft, man kann es sich vielleicht auch leisten oder jemand sponsert eine Stradivari. Das ist schon das Top-Instrument für Berufsgeiger. Sie haben eine, schon seit ein paar Jahren. Genau, Wie kam es zu dieser Geschichte? Ja, die Geige gehört Go Family Foundation, eine Familie aus Singapur, ganz nette Leute und eigentlich, ganz speaking of social media, ist ganz am Anfang vor 6 Jahren, ich hatte eine andere Geige, Balestriere, auch von der gleichen Stiftung. Und die habe ich bekommen durch Facebook eigentlich. Auf Facebook, ich war einmal eingeladen zu einem Konzert von jemandem, den ich sogar nicht kenne. Da bei diesem Konzert war auch jemand, dann hatten wir einen Kaffee und dann hat er mich vorgestellt, diese Familie in Singapur. Und dann sie haben mir ein Ticket gebucht nach Singapur, geflogen in 2 Wochen, Geige gegeben und dann zurückgeflogen. Das war die Geschichte alles, zu Stradivari? Das war die erste Geige, aber die zweite Geige von der gleichen Familie, dann... 4 Jahre später, ich kriege am 31. Dezember Nachricht auch auf Facebook von Frau Go. Juri, ich wollte dich fragen, vielleicht magst du auf Stradivari spielen von unserer Sammlung auf Silvester. Ich dachte, ja, wow, das beste Geschenk für neues Jahr. Ja, glaube ich. Ja, yeah, habe ich geschrieben. Wow. Ja, also eigentlich ist es ganz easy. Ja. Was kostet sowas? Mehrere Millionen Euro natürlich. Ja. Das heißt, die sponsern einen und unterstützen. Und im Gegenzug spielt man auf diesem tollen Musikinstrument. Genau, man muss die Instrumente spielen, auf jeden Fall. Sie können nicht einfach schlafen. Es ist sehr wichtig für das Holz. Die ist aus welchem Jahr? 1709. Wow. 300 Jahre alt. 300 Jahre. Wir haben sie auch mit und wir werden sie auch dann noch herzeigen. Ja. Selten, dass jemand so ein tolles Musikinstrument sieht. Ist die versichert? Ja, klar. Ist die immer mit dabei? Ja, also sie ist natürlich, sie hat auch gute Security und ist nicht dabei, mit mir oder wo auch immer im Safe Space. Ja. Man muss die oft spielen. Ja. Wie viele Stunden oder wie? Naja, also muss man mindestens so sagen wir ein paar Mal im Monat, damit Holz, wie gesagt, ein bisschen wach ist, aber als Geige, damit man in guter Form bleibt, dann schon jeden Tag natürlich mehrere Stunden. Bei mir jetzt in der Pandemie viel weniger, weil ich habe sehr viel komponiert. Ja. Aber mehrere Stunden am Tag schon, normalerweise. Na, holt man die nur am Sonntag raus und denkt sich, hey, heute ist ein super Tag, heute spiele ich auf der schönen. Vor allem, wenn man eine Stradivari hat und darf auf einer spielen und man nutzt diese Möglichkeit, einfach so oft wie möglich es zu spielen, weil sonst, du hast so eine tolle Möglichkeit, Millionen Geigerinnen in der Welt träumen davon, das einfach in Hand mal zu halten. Und wenn ich das zu Hause habe und nicht übe, nicht spiele, das ist irgendwie unfair. Wie ist da die Kooperation? Trifft man sich dann mit dieser Familie aus Singapur, spielt für sie Privatkonzerte, weil sie eben einen unterstützen? Sie wohnen jetzt auch teilweise in Wien eigentlich seit einigen Jahren. Sie haben jetzt eine Amadeus-Schule, International Baccalaureate School, in Wien gegründet und ganz tolle Schule. Ich glaube, wir haben schon mehrere Hunderte oder Tausende kleine Schüler dort. Und ja, ich sehe ab und zu jeden Monat und die Familie, wir haben ganz guten Kontakt. Und
Der Sohn spielt auch von der Familie Cello, auch tolle Musiker. Ja. Wenn man jetzt vergleicht den Klang, wie ist der Unterschied von der Stradivari zu einer normalen, unter Anführungszeichen, Geige? Hört man den? Höre ich den? Ich würde schon sagen, man hört. Auf jeden Fall, man hört das und man fühlt das, man spürt das mit Finger auch. Ist irgendwie wie, ich bin kein Autofan, also ich bin mehr so eine nachhaltige Person, aber wenn man eine Ferrari vergleicht mit einem ganz normalen Auto. Es ist so, also Skoda und Ferrari? Ja, und, ja, in die Richtung schon. Ja. Naja, wenn man sich da reinsetzt, merkt man schon den Unterschied. Ja. Genau. Ja. Genauso verhält er sich auch mit den Geigen. Das heißt, wenn ein Konzert ansteht, greift man dann schon zur Stradivari? Ja, aber ich übe, man muss üben auf Stradivari. Also wenn ich übe nur auf Stradivari. Jede Geige ist ganz anders und die Mikromillimeter und alles ist ganz anders und Gefühl ist anders, Druck ist anders. Man muss, wenn man ein Stück übt, man muss es auch üben auf die Geige, mit der man dann beim Konzert spielt. Ah, okay. Da bereitet man sich mit der Geige auf das Konzert vor. Es gibt sehr viele Herzensprojekte. Also als ich mir Ihre Vita angeschaut habe, so viel, in so viele Richtungen gemacht schon. Eigene Konzertreihe in Wien, Friday Nights with Yuri Rivich, auf die Beine gestellt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und was ist das für Leute, die sich denken, was macht er denn da an den Freitagabenden? Am besten ist einfach kommen und anschauen, weil das ist ein bisschen schwer zu erklären manchmal, aber ich würde so sagen, das ist ein Concert of Arts. Ja. Das bedeutet, wir haben Musik im Mittelpunkt, aber haben auch verschiedene Gäste aus dem Bereich zum Beispiel wie Kunst, bildende Kunst, Ballett, moderne Tanz, Schauspiel und. Und genau das alles inspiriert von Musik wird dann in eine Richtung so eine Show oder eine Promenade kreiert. Mhm. Es ist einfach ein Konzert, aber mit verschiedenen Künstlern, würde ich sagen. Also nicht einfach ein Konzert, aber ja. Jetzt ist ein Jahr Pandemie, da hat man viel Zeit zum Komponieren, viel Zeit zum Nachdenken. Ja. Da hat man doch schon Ideen auch für die nächsten Friday-Night-Abende, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, am 4. Juli. Datum steht schon fix fest. Genau, ja, 4. Juli und das wird in Wien stattfinden wieder. Und es ist ein Konzert beim Amadeus Music Festival, genau in dieser Musikschule. Mhm. Im, glaube ich, 18. Bezirk. Und da wird eine schöne Bühne draußen gebaut. Und da habe ich als Gast eingeladen Suni Melles, ist eine Schauspielerin, und Natascha Meyer, Primo-Ballerina von English National Theatre. Und Julia Draganova spielt mit mir auf Klavier. Ja. Und Tickets reserviert man wie? Kann man schon, also online einfach auf Amadeus Festival Vienna schauen. Da steht es Friday Night auch. Ist das eine spezielle Herzensangelegenheit, dieser Abend? Auf jeden Fall. Und es wird auch für mich diesen Abend zum ersten Mal, ich werde viel von meiner Musik spielen. Mhm. Und es ist eigentlich Musik nur von Mozart und von mir an dem Abend. Und, Premiere? Ja. Die eigenen? Ja, viele Premieren von mir auf jeden Fall. Und ja, das wird. Ich bin ein bisschen nervös, aber Ich wollte gerade fragen, ist man dann nervöser, wenn man die eigenen Stücke präsentiert? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, weil wenn ich selber das spiele, dann habe ich Responsibility, dass ich es gut spiele als Geiger und was ich spiele als Komponist. Also ich bin zwei, two in one quasi. Ja? Mhm. Und wenn ich ein Stück von Mozart spiele, dann okay. Wenn jemand das nicht gefällt, Mozart-Stück, das ist schon nicht mein Problem. Ich spiele, aber mein Problem ist, das gut zu, meine Aufgabe ist es, gut zu spielen und maximal daraus zu machen. Mhm. Aber wenn die Musik im Prinzip jemandem nicht gefällt, dann kann ich nichts machen. Aber in dem Fall hier ist es beides von mir, Musik und Auftritt. Wie ist es, wie gehen Sie mit Kritik um? Ganz okay eigentlich. Ja. Also ich bin momentan irgendwie glücklich, ich habe wirklich wenige schlechte Kritik, also kaum schlechte Kritiken in mein Leben bekommen für meine Konzerte. Aber es sicher kommt etwas auch. Ich meine, es wird kommen, es kommt jetzt normal. Jeder hat verschiedene Meinungen und ja. Und Geschmack vor allem. Geschmack auch, natürlich, oder? Ja, ja. Geschmack ist natürlich normal, auch unterschiedlich. Zweites Projekt von UNICEF, Dreamland. Was ist das? Genau, Dreamland ist auch ein Konzert von verschiedenen Künstlern. Wir bringen, wie gesagt, wieder Kunst, Musik, Schauspiel, alles zusammen. Aber für Benefit von UNICEF. Also auf jeden Fall, wir versuchen zu konzentrieren, damit wir Geld sammeln für den guten Zweck. Und das haben wir vor 4 Jahren begonnen, hatten wir schon 3 Dreamlands und ja, das war ein tolles Feedback vom Publikum, international auch. Wir planen auch mehrere dann weiter. Wird es heuer auch was geben? In diesem Jahr haben wir ein Documentary gedreht, also ein Doku mit 12 oder 13 kurze Films.
Und das kommt jetzt raus in den nächsten 2 Monaten und in 2022 im März dann wieder Dreamland live in Wien. In Wien wieder? Ja, also muss man noch ein Jahr warten, leider. Ja, weil wir jetzt gerade über Filme gesprochen haben, Sie haben auch Filme, Kurzfilme gedreht. Stimmt das? Erster Film Confusion handelt von einem farbenblinden Musiker, der ein gehörloses Mädchen trifft. Und da war sie auch eingeladen bei Kurzfilmfestivals. Ja, genau. Das war wirklich ein Hobbyprojekt am Anfang. Aber dann haben wir irgendwie das ein bisschen zu einigen Filmfestivals geschickt und sogar irgendwelche kleine Preise, Awards bekommen. Und ja, das war sehr spannend. Dann habe ich noch ein kurzes Film gedreht, auch Homeless. Ja, ich finde irgendwie als Künstler, ich darf machen alles, was ich will eigentlich, wenn es gut ist. Mindestens probieren, ja, weil in der Renaissance zum Beispiel, das war normal, dass man ein Musiker ist, aber dann gleich auch malt oder macht Skulptur oder schreibt Poetry und ja, was auch immer. Und genau, ich finde, dass das ein bisschen fehlt heutzutage bei verschiedene Musikerinnen und Musiker, die konzentrieren nur auf Musikinstrument zu spielen und nichts anderes. Mhm. Bei mir ist es ganz anders. Also wie gesagt, ich male, ich filme, ich schreibe, ich versuche irgendwie alle möglichen Kunstformen nutzen, meine Idee mit Leuten zu teilen. Mhm. Gut, wenn man was zu sagen hat, dann sollte man das machen. Ich finde ja. Also, genau, hoffentlich habe ich was zu sagen. Dieser Kurzfilm, der Confusion, passt halt gut auch zu den Hörgesprächen, Sinnvolles genau, aus dem Leben, weil es eben um ein gehörloses Mädchen geht. Was ist da die Geschichte genau dahinter? Genau, ich habe das letztes Mal eigentlich angeschaut. Wann war das? Welches Jahr war das? Das war mein allererster Kurzfilm und das haben wir vor 7, 8 Jahren, glaube ich, gedreht. Das war schon lange her. Ja. Und eigentlich, es geht um einen Junge, der probt, spielt Geige, dann trifft ein Mädchen im Kaffeehaus, verliebt sich, dann folgt ihr bis zu Hause und dann der spielt, aber dann sie sagt, ich höre leider nichts, wirklich. Und der ist ganz traurig, aber dann macht sie ihm ein Geschenk und sie malt ein Bild, ganz farbliches Bild und dann sie bringt es zu mir, also zu diesem Jungen, dann sagt er, ich bin leider farbenblind. Also genau das passt nicht genau zusammen, aber es ist doch eine positive Geschichte irgendwie, dass man trotz Schwierigkeiten irgendwie einen Weg findet am Endeffekt. Und, ja. Man muss nur wollen. Genau. Das heißt, Regie geführt, die Idee gehabt und mitgespielt? Genau. Wow. Produziert auch. Und ihr habt Preise gewonnen? Ja, kleine Preise. Ja, schon einige. Ja, aber für die ersten... Ja, für den ersten Film ist das ja sehr schön. Sie sind auch mit einem Medell-Cochlea-Implantatträger befreundet und wissen auch, wie das ist, wenn man nichts hört. Oder natürlich mit dem Cochlea-Implantat hört man dann schon, aber Sie kennen die Problematik auch ein bisschen. Ja klar, ich meine, hören für mich, es ist Teil von meinem Beruf natürlich. Selbstverständlich. Genau, das ist sehr wichtig und ich finde es so toll, dass wir jetzt in die Zeit leben, wo es gibt Möglichkeiten, genau die Hörgeräte Leuten zu geben. Und vom Hören ist es so, ich meine, ja, es kommt so viel. Also man, ja, ich meine, ich kann jetzt sogar jetzt nicht genau sagen, weil ich habe so viel jetzt in mir, weil ich kann nicht sogar beurteilen, wie es wichtig ist. Ich meine, das ist Hauptsache für mich, Hören, Hauptsache. Ja, es ist halt schwierig, weil wenn Sie jetzt plötzlich einen Hörverlust erleiden würden, was wäre denn dann? Genau, oder Hörgerät kriegen. Oder ein Hörgerät. Naja, aber ein Hörgerät. Aber es ist wichtig, wie gesagt, ich bin Mensch, man muss immer Wege finden, um einen Traum zu realisieren. Und mein Traum natürlich ist immer, Musik zu machen. Und wenn etwas passiert, dann verliere ich mein Gehör, dann kriege ich ein Hörgerät und dann mache ich das weiter. Auf jeden Fall. Gut, dass es die Möglichkeiten gibt, ne? Genau, das meine ich. Das ist wirklich toll. Es gibt diese Möglichkeiten. Und genau, ein Freund von mir hat ein Hörgerät und ist ganz toll. Ich meine, der ist ein ganz, ganz, ganz normaler Mensch wie alle. Und man sieht das nicht in kleinen Implantaten. Und, man merkt es auch nicht. Ja, genau. Und er hört auch die Musik? Genau, natürlich. Ja. Alles einwandfrei. Ja. Ist das ein Thema zwischen euch eigentlich? Nein. ich meine, wie gesagt, wenn man... Man hat ein Problem, man hat eine Lösung und dann es gibt kein Problem. Also eigentlich. Es gab auch eine Kooperation mit der Medell-Niederlassung in Russland, die Sie unterstützt haben.
Genau, ja, ganz tolle Initiative. Die Kinder, die Gehörprobleme hatten, die haben jetzt viel weniger, weil sie ein Gerät haben, haben Musikstücke gespielt oder gesungen. Und ich habe ein Mädchen ausgewählt, die für Elise gespielt hat für unsere Beethoven-Serie, was wir jetzt auf Facebook gepostet haben. Also die waren ganz glücklich, ja. Und ich auch. Ja. So viele talentierte Kinder, Wahnsinn. Da hat man dann schon Lust zu helfen und mit ihnen das mitzumachen. Natürlich, ich glaube, Kinder sind natürlich unsere Zukunft und ich finde es toll, es zu zeigen, dass es gibt, wie gesagt, es gibt ein kleines Problem, man kriegt einen Implantat oder was auch immer und es gibt kein Problem mehr. Und das zeigt allen Kindern, dass man muss träumen und es gibt, muss nichts stoppen von Traum. Immer weitergehen. Ja. Das ist das Wichtige. Genau. Kamen solche Fragen bei der Runde, die Sie da waren, dass Sie gefragt haben, kann ich das auch erreichen? Ja, natürlich. Ich kriege diese Frage die ganze Zeit von jungen Musikerinnen und Musikern. Und ich schaue auch tolle Leute, die meine quasi, ich bin auch Fan von vielen tollen Künstlerinnen und Künstlern. Und ich dann sage mir selber auch, dass ja, ich bin vielleicht mal auch dort. Ganz, ja. Und ich sage genau das allen anderen. Ja. Welche Künstler himmeln Sie an? Viele, also eigentlich gab es kein Idol. Viele, sehr viele, wirklich. Also so viele Künstler haben etwas Besonderes und Spezielles und ich bewundere mich, wie toll das ist. Aber so einen Idol, ein Vorbild habe ich nicht. Ich glaube, als Künstler man muss bleiben, genau wie du bist und niemanden kopieren. Es ist ja ganz wichtig für diesen Beruf, ein intaktes Gehör zu haben, weil sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Ja, absolut Gehör, also Perfect Pitch heißt es zum Beispiel für Streichinstrumentalistinnen und Instrumentalisten, ist es sehr wichtig. Ja. Weil bei uns in der Geige zum Beispiel ist nicht wie ein Klavier, es gibt einen Knopf, es ist Note A oder Note D oder was auch immer. Bei uns ist es Saiten und man ist es ein Millimeter hier, ein Millimeter dort, das ist schon ein Unterschied im Klang und im Tuning. Ja. Und deswegen, man muss trainieren, dieses Perfect Pitch, absolut Gehör zu haben, wenn man damit nicht geboren ist, aber man kann es trainieren, wie gesagt. Ja. Wie trainiert man das? Solfeggio-Unterrichte und ja, Solfeggio einfach. Kann man das sogar selber machen. Aber als kleines Kind, niemand will das selber machen natürlich. Ja. Ja. Man muss schon einen Coach haben. Ja. Das heißt, die Lehrer, die Professoren an dieser Privatuni in Wien haben das noch perfektioniert bei Ihnen? Bei mir war eigentlich geboren damit. Mit der Perfect Pitch. Also es ist einfach etwas, man ist damit geboren oder nein, aber wenn nicht, dann ist auch kein Problem, man entwickelt es. Das kann man auch. Das war einfach easy für mich, aber ein bisschen easier. Wie kommt man denn drauf, ob man sowas hat? Ganz einfach, sing Note A jetzt. Und wenn jemand ganz genau jetzt Note A singen kann, einfach ohne Tuning, ohne Klavier, das heißt, ja, man kriegt das schon. Ja. Okay. Aber wie gesagt, bei meistens Sänger, Opernsänger, Popsänger, die haben am Anfang nicht Perfect Pitch und sie trainieren es und dann schaffen sie es. Kommt man nahezu hin. Genau, ja. Sie feiern heuer Ihren 30. Geburtstag. Ja. Ein Jubiläum. Genau, ja. Ja? Ja. Wie werden Sie feiern? Weiß noch nicht, wirklich. Keine Pläne? Keine Ahnung, wirklich keine Pläne. Ganz spontan. Ist das so ein runder Geburtstag, wo man nicht dran denken will, 30, das ist so ein Dreier davor? Oder, ein bisschen, oder ist das eh recht cool? Naja, ich meine, ich merke schon nicht mehr 20er, aber auch noch nicht 40er, aber dann noch nicht 50er. Dann noch nicht. Ja, aber die Midlife-Crisis kann das noch nicht sein, oder? Nein, das auf jeden Fall nicht. Nein. Ich bin zu optimistisch für irgendwelche Crisis, auf jeden Fall. Ja, also schon sehr positiv. Aber Fall, gefeiert wird schon, weil ich glaube, die Pandemie haben wir jetzt. Ja, hoffentlich. Also, wie gesagt, ja, hoffentlich schon. Erledigt. Also, ja, auf jeden Fall irgendwie mit Musik, mit ein paar Drinks und ja. Wann wird das Reisen wieder losgehen? Wann gibt es wieder Konzerte? Wann wird man Juri Rebitsch wieder live sehen? Wie gesagt, hier in Wien im Juli, am 4. Juli. 4. Juli und vielleicht etwas schon davor, spontan, man weiß nie. Einfach vielleicht meine Social Medias verfolgen, das wäre toll. Und, da können wir gleich Werbung machen auf Instagram, genau, auf Instagram, auf Facebook. Instagram, Facebook. Wo noch? Ja, Instagram und Facebook. Ja, ist okay. Gut. Das schon, es reicht. Aber und so. Fans sind natürlich sehr interessiert, Stradivari anzuschauen. Mhm. Sie haben sie mitgebracht, genau, ja. Das wollen wir natürlich sehen und vor allem, wir würden gern hören, wie sie klingt. So, das ist sie also. Prinzessin Aurora. Genau, so heißt sie, eine alte Dame.
aber sie sieht noch immer jünger aus. Sind die Stradivaris alle aus Ahornholz oder sind teilweise aus Pinienholz, Ahornholz? Meistens, ja. Und im Prinzip, ja genau, Pinienholz ist auch sehr populär für italienische Geige damals, aber ja, man weiß nie genau, wieso sie klingen so anders. Aber ich glaube, das ist genau mit Holz zu tun und auch mit Klima. Damals, Bäume werden viel gesünder als heutzutage natürlich. Wir haben Pollution jetzt. Und ich glaube, dass eigentlich diese Natur, das damals war, diese Bäume, dieses Holz war anderes. Und andere Qualität? Das ist andere Qualität auf jeden Fall. Ja. Ist die ein bisschen eigenwillig, die Prinzessin Aurora? Was denn willig? Sorry. Eigenwillig? Was da? Ah ja, oh ja, es ist total eigenwillig. Natürlich ist altes Holz, alte Dame. Und ich kann mir erinnern, ein paar Mal bei Konzerten musste ich in meinem Backstage-Room eine Dusche einschalten, damit es mehr Feuchtigkeit ist. Echt? Oder dann, wenn es zu feucht ist, dann Klima einschalten, dass es dann wieder trockener ist. Und wow. Weil das reagiert die ganze Zeit auf alles. Also es reagiert auch, glaube ich, regnet draußen, es wird auch reagieren ein bisschen. Okay. Das klingt ein bisschen anders. Aber da muss man auch erst familiar werden mit dem, was die Geige alles möchte, oder? Natürlich, kommt man da mit der Zeit ja. drauf? Es ist wirklich eine Beziehung, muss ich schon sagen. Und erstes Jahr war ganz schwer zwischen uns beiden, weil ich habe nicht genau verstanden, wie sie reagiert auf die verschiedenen Wetter, auf verschiedene Reisen und ja, Accessoires, auch die Seiten. Und alles. Da kommt man dann sukzessive drauf. Was? Ja, genau. Jetzt weiß ich genau, was sie will, mehr oder weniger. Aber auch nicht hundertprozentig. Naja, aber im ersten Jahr waren da Konzerte mit der Stradivari schon. Genau, und dann war sie so eigenwillig, ist da was in die Hosen genau gegangen? Das ist das Problem, dass manchmal, wenn ich nicht genau, wie man hat eine Ferrari zum Beispiel, aber wenn man nicht ganz genau weiß, wie man mit einer Ferrari fährt, dann wird das Schiff gehen, das genauso mit Geigen. Das hat schon ein bisschen gedauert, bis ich wirklich familiär war. Na, ist was schief gegangen bei einem Konzert? Kleinigkeiten, also technische Kleinigkeiten, die nur vielleicht alle andere Geigenkolleginnen und Kollegen merken könnten, glücklich merken können, dass etwas schief geht. Ja. Die Konkurrenz ist stark, aber ja, ist okay. Aber es dauert, interessant. Es dauert auf jeden Fall, ja. Dann wollen wir sie jetzt mal hören, die Prinzessin. Dankeschön. Ja. Wow. Aus dem Jahr 1706, eine Stradivari 1709, aus Ahornholz, sehr eigenwillige Dame. Ihr habt genau. eure Zeit gebraucht, bis ihr euch gefunden habt. Aber jetzt ist es eine Liebe. Das war immer eine Liebe, aber irgendwie von mir zur Geige, aber jetzt ist es hoffentlich auch von Geige zu mir. Weiß man da, wer der Vorbesitzer war oder wie viel? Die Geige hat eine interessante Geschichte. Also niemand hat sie gespielt für 70 Jahre mindestens. Ui. Ich bin der Erste, deswegen heißt sie auch die Prinzessin Aurora. Und das war auch ein Problem, weil wie gesagt, Geige muss man spielen, das aufzuwärmen, das hat ein bisschen auch gedauert. Aber davor, wir glauben, dass die Geige war in Frankreich im 19. Jahrhundert und Ende 19. Jahrhundert von einem französischen Komponist Claude Debussy war auch Streichquartett auf dem prämiert. Also es schon hat eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Auch viel gereist. Wow. Ja. Gibt es sowas wie einen Führerschein? Gibt es irgendein Buch, wo man sich dann einträgt? Nein, das wäre aber eine gute Idee. Das wäre wie so ein Tagebuch von einer Geige, was ja eigentlich lustig, auch interessant wäre. Das wäre interessant, das stimmt ja. Nein, leider nicht. Ja. Oder vielleicht ein nächstes Kurzfilmprojekt für Juri Rebic. Ja, auf jeden Fall. Die Prinzessin Aurora. Ja. Der Klang jetzt noch interessiert mich, wenn ich jetzt Stradivari höre, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, und eine normale Geige, das höre ich nicht, oder? Ich glaube, Sie können es hören. Man hört manchmal es nicht jetzt in kleinem Raum zum Beispiel. Also die Stradivari, die auch bewundern viele Leute, weil sie klingen ganz stark. Es ist ein ganz kleines Instrument, ja. Aber man steht als Solist vor dem ganzen Orchester mit 70 Leuten und der Klang geht durch. Und das hält bis zum Ende des Konzertsaals. Und dann merkt man schon Unterschied, ja. Also der Klangkörper ist genau, ein ganz anderer. Genau, das ist ganz interessant, weil damals, im 18. Jahrhundert, es waren keine großen Sälen gebaut. Das war nicht wie heute zum Beispiel. Sogar Musikvereine sind ziemlich
glaube ich, groß. Mhm. Also damals war, ja, aber zum Beispiel damit kann ich ohne Mikrofon mit einer guten Akustik im Saal bis 3000 Leute spielen. Also das ist schon, ja, ganz spannend. Ja. Beeindruckend. Beeindruckend, ja, auf jeden Fall. Gibt es einen Kosenamen? Gibt es einen Kosenamen, Spitznamen? Ah nein, Geige. Nix. Geige, okay. Ja. Und wie viele Stunden? Geige. Okay, wie viele Stunden trainieren Sie da jetzt jeden Tag? Unterschiedlich, jetzt viel weniger, weil es nicht weil so viele Konzerte das Komponieren gibt. Genau, natürlich und Komponieren jetzt in Vordergrund. Erster Stelle steht, genau, ja. Genau, aber manchmal habe ich, wenn ein stressiges Programm, 8-9 Stunden könnte man schon ohne mit keine kleine Pause üben. Ja. 8-9 Stunden? Ja, selten, bei mir selten. Aber wie gesagt, in Südkorea, Japan und China, sie üben sich 8 Stunden jeden und Tag. Und wie viel übt Juri Rewitsch, wenn jetzt ein Konzert ansteht? Normalerweise 3 Stunden. Ist das schon viel? Nein, es ist sehr wenig, aber ich probe viel. Also ich probe mit Pianistin oder Pianist und mit Orchester und. Das nehme ich nicht als Üben. Probe ist was anderes. Und dann proben manchmal gehen 6-7 Stunden am Tag und dann noch dazu 2-3 Stunden üben. Dankeschön, dass wir das sehen und vor allem hören durften. Was sind noch die Projekte oder die Wünsche für die nahe Zukunft? Es gibt viele Ideen, viele Wünsche. Ich denke mal, dass es viele Ideen auf jeden gibt. Fall, ja. Ja, und es kommt auch ein neues Projekt, das heißt Climate Nights. Aha. Und es ist ein Nightlife-Konzept von einer Party, einem Konzert/Party. Und wir wollen zeigen, dass wir müssen unser Planet feiern und nicht diese Leute negativen Druck bringen. Ja, sie machen alles falsch, sie töten unser Planet. Nein, also wir wollen zeigen, es gibt Möglichkeiten, dass jeder etwas macht für unsere Umwelt und wir feiern unser Planet und wir zeigen auch, wie man ein nachhaltiges Event, eine nachhaltige Veranstaltung organisieren und schaffen kann. Und das machen wir jetzt in Prater Sauna am 18. September, ist das erste Event. 18. September? Ja, genau. Ja. Aber die Musik steht auch im Vordergrund, nicht nur elektronische Musik natürlich, aber auch meine eigene. Ja. Oh! Ja, es kommen auch Künstler, Tänzer und Akrobat, also viele Überraschungen auf jeden Fall. Aber ist schon ein die Prater-Sauna ist auch eine Überraschung, ja? Genau, auf jeden Fall. Aber das, wir wollten das in einem Club machen, okay. Auf jeden Fall. Weil wir wollen genau zeigen, dass es gibt Möglichkeit, Clubbing sustainable zu machen, Nightlife-Concept sustainable zu machen und auch Kultur damit bewerben. Ja. Erfährt man natürlich alle Termine bei Juri Rewitsch, entweder auf Facebook, Instagram oder auf Insta. Ja. Er ist überall und gibt auch Response für die Leute, die Fragen haben. Das ist auch wichtig, auf jeden Fall. Dass sie sich da auch wirklich Zeit nehmen für jeden Einzelnen. Ich versuche es, ja. Das ist cool. Danke für die vielen spannenden Geschichten. Alles Gute für die weiteren Projekte. Ich hoffe, wir sehen auch mal Bilder und wir sehen wieder was, Filme. Ja, es kommt. Ich hoffe, dass da auch noch was kommt. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und wir freuen uns natürlich über die Musik und dass wir sie bald wieder live hören und sehen können. Danke, Juri Rewitsch. Danke vielmals. Und alles Gute zum 30er. Ja, auch wenn man es nicht so gern hört. Es ist doch ein schöner Geburtstag. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Hörgesprächen. Heute mit der Folge Juri Rewitsch. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Wiedereinschalten. Und wir freuen uns aufs nächste Mal bei Hörgespräche Sinnvolles aus dem Leben. Wiedersehen. Zum Schluss Persönliches über das Hören. Welche Musik macht Sie glücklich? Meine Lieblingsmusik ist Musik von einem Komponist, Juri Rewitsch. Nein, ich habe sehr viele Komponistinnen und Komponisten, die ich wirklich mag. Und jeder Tag ist anders, eine andere Laune und ja, Musik im Prinzip. Ich liebe sie. Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher? Never give up. Und wenn es gibt ein Problem, es gibt immer eine Lösung. Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen? Ich würde ein Hörgerät nehmen, auf jeden Fall, und dann würde ich wieder hören. Sonst, ich weiß nicht, wahrscheinlich malen. Würde ein Maler sein.